Unterwegs mit Olga zwischen Baltikum und Balkan. So der Titel eines Reisevortrags mit Bildern in der Waldschule Hettstedt am 28. November. Olga ist übrigens der Name einer alten Feuerwehr, mit der Christine und Philipp Haare viele Monate in Europa unterwegs waren. Eine ganze Zahl Interessierter lauschte den Berichten der Reisenden. Naturgemäß sind bei solch einem Vortrag die Lichtverhältnisse nicht die besten und so baten wir Philipp Haare, uns kurz eine Zusammenfassung der 18.000 Reisekilometer in die Kamera zu geben. Im März 2017 haben wir uns ein altes Feuerwehrauto gekauft, 45 Jahre alt, in einem guten Zustand. Und dann haben wir beschlossen, weil es auch beruflich gerade günstig war, wir nehmen eine Auszeit, hatten uns allerdings nicht klar vorgenommen, wie lange das jetzt dauern wird. Das war offen. Haben unser Haus gekündigt, haben unsere Jobs aufgegeben, beziehungsweise die Verträge sind ausgelaufen. Und dann sind wir los im Juli 2017. Sind los, erst durch Deutschland nach Polen und dann hoch, immer an der Ostseeküste entlang, durch das Baltikum, Litauen, Lettland, Estland, bis an die russische Grenze nach Narva und dann über das Seengebiet im Baltikum wieder zurück nach Polen und von Polen aus in die Ukraine, was ein spannender Grenzübertritt war in die Ukraine mit vielen Formalitäten und ungeklärten und auch witzigen Situationen. Durch die Ukraine, immer Richtung Süden nach Rumänien. Und dann haben wir uns eine ganze Weile auch in Rumänien aufgehalten, wo wir schon öfter unterwegs waren. Das war auch so ein bisschen der Grund zu sagen, wir fahren nach Osteuropa, wir kannten Rumänien schon. Das hatte uns immer schon begeistert, da waren wir schon Jahre vorher immer im Urlaub. Und wir haben gesagt, wir fahren durch Osteuropa, Westeuropa, der Norden, Skandinavien, das interessiert uns nicht so besonders, auch landschaftlich nicht. Und ja, dann waren wir in Rumänien, sind wir eine ganze Weile rumgefahren, in den Karpaten, in Sibiu, also da im Siebenbürgen-Gebiet, in Gebiet am Donaudelta, am Schwarzen Meer. Und von dort ging es weiter nach Bulgarien. Dann nach Griechenland und in Griechenland haben wir den Winter verbracht, also November, Dezember, Januar, Februar und haben in dieser Zeit natürlich auch eine ganze Menge von Griechenland gesehen, sind auch rumgefahren und das Wetter war super, es war ein sehr milder Winter in Griechenland, sodass man auch oft im Meer baden gehen konnte, es war eine schöne Zeit. Und dann Ende Februar haben wir uns entschlossen, wieder loszufahren von Griechenland aus über die Balkanländer, also Mazedonien, Albanien, Montenegro, Bosnien, Kroatien, immer auch an der Küste lang, wieder Richtung Norden. Und dann war langsam die Reisekasse an ihrem Ende und so musste auch die Reise wieder enden und dann waren wir Ende März wieder hier in Deutschland. Vielleicht ja für den einen oder den anderen ein Ansporn, eine ähnliche Reise zu unternehmen und dann auch einen solch interessanten Vortrag vor Publikum zu halten.